Und damit herzlich willkommen zum nächsten Part der Omega Rubin Eclog. Im letzten Part haben wir im Klimainstitut aufgehört und ich würde sagen, ohne große Umschweife fangen wir auch an, das Klimainstitut ein bisschen zu säubern von diesen Ganomen. Im letzten Part ist allerdings leider Hansi gestorben durch einen Weckruf von einem Maschok. Jetzt habe ich langsam alle drei durch. Fand ich nicht so cool. Und dass dann Mark 9 steht, finde ich jetzt eigentlich auch nicht so cool. Vor allem, es hat... Dings, ich kann nämlich dagegen nichts tun. So ein Unlicht-Pokémon ist nicht so ganz cool, deswegen gehen wir jetzt mal in Lobby. Ja, Bedroher kommt. Grimasse, okay, ist egal, Lobby ist eh nicht so schnell. Wir haben ja aber eh den Tiefschlag. Allerdings gehen wir jetzt Mega und gehen auf eine Feenbrise. Einfach, weil wir es können. Aus Rache für Hansi. Standpauke. Auch nochmal einen Spezialangriff senken, ne? Hast du predicted, du Arsch. Mich würde mal interessieren, ist hier nicht sogar ein Dings? Wow, 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 macht das wenig Damage. Wie sieht es mit dem Knirscher aus? Gewissheit. Macht auch nicht viel Damage. Da muss ich Hansi vielleicht gleich mal in die Box legen, mal gucken, ob hier unten das Ding war. Und das macht doch etwas mehr Damage, weil es auch ein Crit war, okay. So. Cassie erreicht Level 32. Golbat. Da bleiben wir natürlich gleich drin. Und gehen nochmal auf den Ding. Sternschauer Golbat, okay. Kann man mal machen, muss man aber nicht. So. Das ist auch gut, nämlich nach dem Part habe ich wieder genug Parts für die komplette Woche. Also ihr seht den Part ja am Freitag und ich habe das alles jetzt am Montag aufgenommen. So. So, jetzt muss ich gucken, ob hier unten der PC war. Ja. Dann müssen wir uns leider in Gottes Namen sind jetzt im Himmel und wir müssen uns leider von Hansi trennen. Hansi, es tut mir leid. Du warst so cool mit Geschwätz, Ränkeschmied, Überschallknall. Aber es ist Nightside wenigstens nicht mehr alleine. Es tut mir leid, ihr zwei. Und wir brauchen einen Ersatz. Und da wir auch ein Flug-Pokémon nur brauchen. Wir haben jetzt natürlich die Wahl zwischen einigen Flug-Pokémon. Können natürlich Kramux mitnehmen. Allerdings habe ich halt mit Cassie schon Undicht-Pokémon. Und da möchte ich da das nicht nochmal mitnehmen. Staravia wäre zwar ganz cool, aber ich möchte dann doch lieber Resadero mit dem Fall, weil Resadero dann noch den Kampftypen hat, der natürlich auch ziemlich praktisch ist und wir damit, ja, wie soll man sagen, ziemlich gut dastehen würden. Deswegen, wen tun wir denn nach vorne jetzt? Wir bringen Cassie noch auf Level 33 und dann trainieren wir erst ein anderes Pokémon. Deswegen... Weil auch normal rumgehen zum Mainstream ist, ne? Erstmal auf den Stuhl setzen und von der anderen Seite wieder runtersteigen. Ist jetzt Resladero im Team. Nachdem Hansi leider gestorben ist. Hansi! Hansi! Ist auch traurig, ne? Wär's gerne noch eine Weile im Projekt geblieben. Finte kommt. Und es macht wenigstens die Hälfte Damage. Du gehst wieder auf Dunkelnebel, das ist kein Problem. So, ich muss gucken. Wir haben den Part ungefähr mit 35 angefangen. Ihr müsst euch vorstellen, ich muss so 2 Stunden hintereinander am Stück aufzunehmen. Ist gar nicht mal so einfach. Also nach einer Zeit hat man da selbst wirklich nicht mehr großartig Lust. Und bevor ich nachher vergesse zu speichern und das alles wieder machen muss. Erstmal müsst ihr jetzt kurz machen, aber einmal kurz zwischenspeichern. So. Kommen hier jetzt nicht die 3 Rüpel hintereinander, die einen auf Macker machen oder so? Natürlich. Oh, da ist wieder Kalle, der Psycho. Was? Das ist doch... Wusste Mark etwa von all dem? Oh nein. Das sind unsere kostbarsten Forschungsergebnisse. Geben Sie zurück. Ich bitte um Ruhe. Doktor, alles in Ordnung. Ich bin sprachlos. Das bringt selbst mich aus der Fassung. Mark, unser großer Anführer. Was haben Sie mit... Oh Scheiße, das ist unverzeihlich. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hätte es gerade nicht so schnell überspringen sollen. Müsst dann nochmal eine Schelle zurückspulen. Kamaupaste. Kamaup! So, jetzt kommt Cassie. Mal kurz scannen.
habe nicht so viel geschlafen. Ich habe extra ein bisschen weniger geschlafen, damit ich meinen Schlafrhythmus wieder bekomme, sonst penne ich wieder erst um 4, 5 ein oder so und stehe dann um 12, 1 erst auf. Warum wieder Magnein? Was machst du? Gegen Magnein wechseln wir. Können wir wechseln jetzt einfach mal Nico ein, Samara Kamba. Du gehst auf Standpauke und senkst damit meinen Spezialangriff. Finde ich jetzt nicht ganz so dufte. Dann greifen wir eben physisch an mit Nietenranke. Machen ganz guten Damage. Gewissheit macht wie viel Damage? Okay, macht nicht so viel Damage, dass noch ein Crit ausreichen würde. Dann gehen wir nochmal auf Nietenranke. Und es reicht aus. Perfekt. So. Nico bekommt ein paar Erfahrungspunkte. Cassie bekommt auch ein paar Erfahrungspunkte. So. Da hätten wir noch eine Rüpelin. Hier gibt es nichts mehr. Oh, hi. Erstmal neben sie setzen, ne? Bisschen anmachen. Ich bin ja ein Charmeur. Ich kann einfach mit Frauen, ne? Golbat. Du bist ein Golbat. Dich schläfe ich doch gerne ein. Wobei, gegen dich, da muss ich nicht mal einschläfern. Dich kann ich auch einfach mit einer Finte angreifen. Windschnitt. Macht nicht viel Damage, wow. So, Finte macht genug für ein Two-Hit. Aber wir gehen nochmal auf den Tiefschlag. Und es ist fehlgeschlagen, weil du auf den Konfu-Strahl gehst. Fang nicht wieder mit der Kacke an. Das hatten wir schon viel zu oft. Danke. Das sollte ausreichen. Perfekt. Wiedersehen, Golbat. Cassie bekommt ganz viele Erfahrungspunkte. Allerdings werden wir jetzt, wenn wir gegen den guten alten Typ hier kämpfen, gleich mal Sam testen. Wir haben leider kein passendes Item, was wir ihm geben könnten. Aber mal gucken, wie Sam sich schlagen wird. Hallo Kalle, wir sehen uns wieder, du verrückter Psycho mit deiner Elvis-Schmalzlocke, Superman-Dings da. Sag mal, bist du eigentlich ein heimlicher Bewunderer von mir, Kindchen? Nein. Du scheinst mir selbst dann auf Schritt und Tritt zu folgen, wenn ich in Eigenenergie unterwegs bin. Aber ehrlich gesagt, kommst du mir gerade ganz gelegen. Es ist viel geschehen, von dem du nichts weißt. In mir herrscht ein fürchterliches Gefühlschaos. Mark hat mich betrogen. Daher werde ich diese Gelegenheit nutzen, um all die bitteren Gefühle, die sich in mir angestaut haben, an dir auszulassen. Mach dich darauf gefasst, gezüchtigt zu werden. Gibt's hier eigentlich nur irgendwelche Dominas in dem Spiel? Kamerupt. Okay. Meine Bodenattacken können mich nicht treffen, weil ich ein Flug-Pokémon bin. Und Ressadero natürlich anmutig, wie es nun mal ist. Gehen wir auf Flying Press. Selbst wenn jetzt eine Antikraft kommt, die ist ja normal effektiv. Und Flying Press macht ganz gut, damit du gehst auf Fluch. Warum gehst du auf Fluch? Wir haben eine hohe Crit-Chance mit Karateschlag. Sollen wir es probieren? Wir probieren es. Kommt Karateschlag. Kein Crit-Schade. Flammensturm. Wie viel Damage macht es? Ein bisschen viel. Wir gehen aber nochmal auf Flying Press. Ein neuer Flammensturm sollte nicht ausreichen. Flying Press allerdings auch nicht. Okay, du gehst nochmal auf den Flug. Perfekt. Dann gehen wir jetzt. Wir gehen jetzt auf den Karateschlag. Wir gehen definitiv auf den Karateschlag. Aber Flying Press kann leider missen. Und Karateschlag reicht aus. Perfekt. War sogar ein Crit. Wow. So. Sam bekommt ein paar Erfahrungspunkte. Und wir haben Kalle besiegt, der immer noch auf dem Bild extrem komisch aussieht. Meine Güte, heute ist wirklich nicht mein Tag. So viel Stress verkrafte ich an einem Tag nicht. Ich kann nicht mehr. Hör mir gut zu, Kindchen. Wenn unser Anführer erst einmal seinen Plan in die Tat umgesetzt hat, dann wird die Welt, die wir kennen, in ewiges Zwielicht gefüllt. Das Meer, wo einst alles begann, wird dann zu einem Ödland, das unser aller Ende bedeutet. Alles Leben wird sein Ende finden. Sag, Kindchen, was gedenkst du, angesichts dieses unabwendbaren Schicksals zu unternehmen? Ich bin sehr gespannt auf deinen nächsten Schachzug. Unser Anführer sollte sich inzwischen auf dem Weg zum Pyroberg gemacht haben. Oder machen, tun, sein, heim. Ja. Ich muss ihm folgen.
Langsam merkt er, glaube ich, was Mark so ein bisschen im Schilde führt und dass das nicht so cool ist. Du hast uns gerettet. Vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Doktor, alles in Ordnung? Echt? Diese Ohrfeige hatte es ganz schön in sich. Dieser Luke, sie wollten, dass wir ihn aufzeichnen für extreme Wetterphänomene zeigen, die bereits Jahrtausende zurückliegen. Aber wozu nur? Aber genug gehadert. Ich wollte gerade sagen, gehatet. Zunächst möchte ich dir nochmal von Herzen danken. Das mag zwar etwas unkonventionell sein, aber nimm doch bitte dieses Pokémon als Zeichen meines Danks. Oh, du hast keinen Platz für dieses Pokémon. Sprich mich einfach wieder an. Wenn du Platz hast. Ja, ich weiß, dass es Formeo ist. Die Protomorphose ist ähnlich wie die Mega-Entwicklung. Ja, das lernen wir aber später alles eh noch kennen. Wir sollen ins Erdgeschoss vorbeischauen. Okay. Was wir jetzt aber machen, ist, wir legen erstmal Pokémon ab und holen uns Formeo. Können nämlich dann das Zauberwasser Tmoss geben. Und dann können wir uns ein neues Pokémon für Formeo aus der Box gleich rausnehmen. So. Und zwar tun wir erstmal kurz Klebunkel hier herüber. Wir legen mal ganz kurz Lovie ab. Lovie kommt aber gleich natürlich. Ups. Lovie kommt gleich wieder ins Team. Ich möchte nur Formeo abholen. Und dafür können wir dann nämlich ein neues Ei besorgen. Und was ich übrigens machen werde, in der letzten Box zum Beispiel, ist jetzt nur noch einer, von dem wir kein Ei haben. Sobald ich eine Nummer aus der Box ziehe, werde ich eins von den drei random Eiern nehmen. Also, das sollte dann eigentlich ganz fair sein. Warte sie halt, Formeo. Und nein, ich möchte ihm keinen Spitznamen geben. So, dann nehmen wir von Formeo auch das Zauberwasser und geben es Tmoss. Item nehmen, Item geben. Zauberwasser, 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 Zauberwasser. Oh, Zauberwasser, so, perfekt. Haben wir das Tmoss jetzt auch ein bisschen stärker, die Wasserdüse und Dings. Die Wasserdüse natürlich und, wie heißt's, der Surfer. Wir können jetzt mal weiter gucken, denn ich glaube, von mir war Level 25, wenn ich mich nicht täusche. Erstmal, von mir war sogar auch Level 30, Regentanz, Sonntag, Hagelsturm und Meteorologe. Ein lasches Wesen, brauchen wir nicht. So, ab in die Box mit dir. Und wir dürfen uns jetzt dafür auch ein neues Pokémon suchen, weil es ja quasi auch ein Static Encounter ist. Und da habe ich gesagt, da darf ich mir wie bei Latios ein neues Pokémon suchen. Wir generaten und bekommen 115 und 115 ist sogar tatsächlich die letzte Box. Also, da er hier quasi der letzte ist, und zwar das JP ist der letzte aus der Box, deswegen werden wir uns irgendein random Ei suchen. Wir haben hier eins im Superball, Pokéball. Wir nehmen einfach mal die goldene Mitte. Das ist jetzt komplett random. Bin gespannt, was er mir geschickt hat. Vielleicht ein Flug-Pokémon wahrscheinlich. Ich meine, er ist ja Flug-Pokémon besessen. Deswegen gucken wir mal. Wir dürfen es auf Level 30 dann trainieren. Und es ist ein Vulpix. Vulpix ist sogar ziemlich cool. Und da bin ich mir sicher, ist es männlich oder weiblich? Es ist weiblich. Und da bin ich mir sicher, dass es jemanden gibt, der Vulpix sein wollte. Das ist blöd, es wird nur einer Vulpix sein und das ist ein Typ. Deswegen gucken wir mal, gibt es ein Mädchen, das ein Feuer-Pokémon sein möchte? Es gibt doch bestimmt ein Mädchen. Wir haben doch sicherlich irgendwo ein Mädchen, das gern ein Feuer-Pokémon wäre. Sieht echt so aus, als haben wir hier niemanden. Aber müssen wir gucken. Ob wir generell noch ein Mädchen haben, das egal ist, was sie gerne wäre. Ich habe jetzt allerdings halt auch nur mal den Part Nummer 16
Gut, ich kann ja mal ein paar zurückgehen, noch ein paar Parts. Ja, hat es da mal jemand reingeschrieben? Wäre nämlich ganz gut. Was willst du mal machen? Ich hoffe, dass du damit zufrieden bist. Ich nenne es jetzt einfach mal Chara. Ich weiß nicht genau, was du jetzt geschrieben hast, was du ganz sein möchtest. Aber ich glaube, ein Vulpix, damit bist du ganz zufrieden. Voluna ist ein mega cooles Pokémon. Hat dieses Vulpix dann auch schon einige Erbattacken? Glut, Liebreiz, Finte und Bürde. Und es hat Feuerfänger. Und ein Solo-Wesen, okay. Was wir aber machen werden ist, ich werde mir ganz kurz aufschreiben, dass Vulpix Level 30 ist. Wir haben noch 15 Minuten in dem Part. Ich schreibe nur kurz auf. Vulpix Level 30. Damit ich mir das merken darf. Wir haben nämlich noch keinen Feuerstein und ich muss mal gucken. Dann haben wir nämlich später auch ein gutes Feuer-Pokémon. Ich möchte nämlich jetzt nicht die Zeit verschwenden, glaube ich. Oder möchte ich das? Doch, komm, wir trainieren Vulpix jetzt einfach kurz noch hoch. Egal. Die Zeit haben wir. Die müssen wir jetzt auch mal nehmen. Danach heilen wir unsere Pokémon und dann kämpfen wir nämlich noch gegen Maike. Ja, Chara, ich glaube, Level 2. Ich denke, Chara wird damit aber auch zufrieden sein, weil ich meine, sie ist auch immer in Streams dabei. Deswegen ist es dann, von ihr hört man auch wirklich was. Und wie gesagt, Vulpix ist ein ziemlich cooles Pokémon und deswegen, ich denke, sie wird zufrieden sein. So, trainieren wir dich nochmal bei 30. Eine Viertelstunde ist. Brüller brauchen wir nicht. Nein. Ist auch ein guter Wechsel eigentlich. Wenn wir Feuerfänger haben, dann können wir das oftmals in Feuer-Pokémon reinwechseln. Halt jetzt nicht unbedingt in Kamaups oder Kamarups. Ruckzucki brauchen wir auch nicht. Ich glaube auf Level 9 und was 29, wo das Ding Flammenwurf lernt. Konfustrahl. Konfustrahl ist eigentlich ganz interessant. Dann tun wir mal Liebreiz weg. Irrlicht bekomme ich, glaube ich, auf dem Pyroberg. Das wäre auch ein ganz gutes Dings für Vulpix. Feuerwirbel. Kann man machen. Ich tue mal dafür Glut weg. Was jetzt vielleicht eher dumm war eigentlich. Ich hoffe, auf Level 29 lerne ich jetzt einen Flammenwurf. Oder ich glaube, ich lerne eh Funkenflug, so viel ich weiß, oder? Gegenstoß. Null brauchen wir eigentlich nicht. Level 19, Level 20, 10 Level fehlen noch. Irrlicht, du versuchst sogar selbst Irrlicht zu erlernen, das ist perfekt. Dann tue ich nämlich jetzt mal den Konfustrahl wieder weg, dann haben wir Irrlicht und Bürde. Ziemlich gute Kombi. Level 21, jetzt haben wir es noch Flammenwurf und Chara wäre echt. Chara wäre dann auf jeden Fall das Feuer-Pokémon, was ich mitnehmen würde. 24, 25, 5 Level fehlen noch. 7. 8. Funkenflug, tatsächlich. Funkenflug auf Level 28. Dann können wir jetzt den Feuerwirbel nämlich wieder wegtun. Dann haben wir auch ein paar gute Attacken. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich muss es bis Level 39 oder so trainieren, bis es Flammenwurf lernt, weil Volnona lernt, glaube ich, nicht wirklich viele Attacken. Allerdings kommt Chara jetzt erstmal auf die Box. So, Chara kommt erstmal hier auf die Box. Lavi kommt wieder mit. Und wir müssen jetzt gucken, mit was fängt Maike denn nochmal an? Entweder mit dem Knilz oder mit dem Balmer. Wir heilen auf jeden Fall erstmal unsere Pokémon. Knilz oder Balmer? Wir haben am Anfang die Truppe genommen, das heißt, sie hat Rap. Ne, wir haben Flamly genommen, das heißt, sie hat einen Morabe. Sind wir mit Maracamba eigentlich gut bedient? Sie stimmt, sie hat Morabe, sie hat gar keinen Balmer. Ich glaube, wir leaden einfach mal mit Nico. Wobei, ich habe Angst, dass sie mit Knilz leadet. Wir leaden mit Garagenkit. Wir haben einen Stahltipp, wir können ziemlich viel resisten. Außer halt, wenn sie vielleicht mit Schneckmark leaden sollten. Die können doch mit Schneckmark leaden. Egal, probieren wir es einfach mal. Gucken wir. Gehen wir erstmal runter, weil hier gab es glaube ich ein Item oder so. Gab es hier nicht ein Item? Ne, hier gab es kein Item. Dann kämpfen wir jetzt gegen Maike. Und das könnte ein interessanter Kampf werden. Ah, mit dem möchte ich gerade aber ehrlich gesagt nicht reden und ich spüre die Tropfen auf meiner Mütze. Kann ich auch. Ach ja,
immer diese Battles gegen die feste Freundin. Und du leadest tatsächlich mit Knills. Das ist gar nicht mal so blöd. Kannst du mich zumindest schon mal nicht vergiften. Ich kann sie wahrscheinlich aber einschläfern. 31. Wir gehen jetzt mal auf Klickdiskus. Setzen wir es kurz anders hin. Und wie viel Schaden macht ein Klickdiskus? Ganz passablen. Das war ein Crit, okay. Sorgensam, was macht Sorgensam eigentlich nochmal? Würde ich meine Fähigkeit nicht zu Insomnia? Richtig, stimmt. Ich kann jetzt niemand mehr einschlafen. Das war eigentlich ziemlich gut. Dankeschön. Nochmal Klickdiskus. Und es reicht nicht ganz aus, schade. Ein Gigasauger. Das macht aber keinen Damage, wow. So. Damit heilt sie nicht viel und damit müsste jetzt auch ein Donnerschock voll ausreichen. Ich hätte auch Ladestrahl gehen können, aber egal. Es reicht nicht mehr aus. Wow. Und er crittet mich noch, wow. Wow, wow, wow. Okay, gut, aber dann gehen wir jetzt nochmal auf den Klickdiskus. Der jetzt daneben geht. Kannst du jetzt bitte treffen? Dankeschön. So. Du müsstest jetzt wahrscheinlich Schneckmark reinholen. Und wenn du Schneckmark reinholst, wir sind vor allem im Regen, das bringt dir gar nichts, ne? Hallo Schneckmark. Ich würde am liebsten drin bleiben. Aber. Wir gehen in Cassie, komm, wir gehen in Cassie. Dann erreicht Cassie nämlich auch voll Level 33, das passt auch. Deine Feuerattacken sind im Regen eh schwächer, also kannst du Cassie eigentlich gar nicht so Steinhagel, kannst du gerne machen. Warum greifst du ein Stahl-Pokémon mit Steinhagel an? Was ist bei dir falsch gelaufen? Finte kommt, ich hoffe mal, du hast keinen Flammkörper. Okay, Cassie erreicht damit Level 33. Keine neue Attacke. Und jetzt kommt noch Morabel, ne? Richtig. Das ist ja im Ernst, komm schon. Morabel ist ultra hässlich. Guckt euch das Ding mal an. Ja, irgendwelche Platschehände da. So einen dicken Bauch. Und weiß nicht. Sumpex ist cool. Dings ist auch ziemlich cool. Hydropi. Aber Morabel ist echt die schlechteste Mittelstufe von einem Start überhaupt. Und dann stallt die auch noch rum, obwohl es den Gigasauger eh nicht überlebt. Und jetzt gehst du auch noch auf Geduld. Es also ist mir egal, weil du wirst eine Attacke eh nicht tanken. So. Tschüss, Morabel. Erstmal wieder voll heilen. Perfekt. 10 Minuten haben wir noch. Zuerst nach Baumhausen City kommen wir noch. So. Haben wir Maike besiegt. Mit ihren Boobies. Ob die schon beherrscht? Nein, die ist 10. Nein. Und wir bekommen jetzt von dir Fliegen, ne? Dankeschön, das können wir gleich mal Restladero beibringen. So, darfst dich jetzt aber gerne wieder verziehen, Maike. Ich muss mich doch um mein Business kümmern. So, Fliegen können wir jetzt Restladero beibringen. Protzer wäre auch eine interessante Sache für Restladero. Wir haben auch noch den Hitzekoller, stimmt, aber wir haben kein Feuer-Pokémon. Das Hitzekoller können wir dann vielleicht irgendwann ein Dings beibringen. Tschüss, Airos. Können wir Vulpix auch nochmal beibringen. So. Wen tun wir jetzt nach vorne? Lassen wir unser Garagenkind vorne? Wir tun Sam nach vorne. Weil Sam bleibt jetzt so oder so im Team. Für eine Weile. Dann können wir den auch gleich vorne lassen. Hier gibt es noch ein Item, ne? Da ist noch ein Trainer. Hier oben gibt es Bären und. Dann. Sind wir auch schon angekommen? Ich nehme mal. Den letzten Schluck aus meinem Gläschen. Ich werde es wahrscheinlich auch gleich mal Mittagessen. Wir haben jetzt 12:30. Das Ganze muss ich auch eh noch vorrendern. Und du hast einen Ninjask. Dann gehen wir nochmal auf Fliegen. Oh, Doppelteam. Ich bin so froh, dass sowas wie Doppelteam im CP gebannt ist. Dass es die Evasion Clause gibt. Weil im Ernst, das da mit Baton Pass, Temposchub und Evasion. Gut, es gibt auch noch die Baton Pass Clause, aber wir treffen ihn und das müsste eigentlich schon sein. Perfekt. Das ist ekelhaft. Oder ihr seid wie Cringe und spielt einfach Komprimator Kraftvorrat Pixie. Das ist ekelhaft.
Okay, so. So. Granatapfelbeeren. Die Granatapfelbeeren pflücken wir noch, gehen dann auch nach. Nach Baumhausen City. Und was kriegen wir alles in Baumhausen City? Können wir uns da noch ein bisschen umgucken? Aber ansonsten werde ich nicht weiter gleich auf die nächste Route gehen und zu Troy noch gehen, um gegen das Kecleon zu kämpfen. By the way, Kecleon ist auch ein Static Encounter. So, wir gehen jetzt aber erstmal ins Pokémon Center, heilen unsere Pokémon. So, ich weiß, dass hier auch die Kraftreserve-Frau ist. Wo man nachgucken kann, was für eine Kraftreserve ein Pokémon kann. Und mir gefällt mein Team eigentlich. Ich ist ein bisschen farbenfroh. Ist cool. So, dann gucken wir mal. Die Musik ist chillig. Die Musik ist schon schön, oder? Da ist ein Fritzelblitz. Kriege ich von dir irgendwas? Dekobeck-Treppe, wow. Wir sind hier bei Pokémon und nicht bei Sims. So. Da unten ist die Arena. Da ist Troy. Aber wie gesagt, zu dem werden wir noch nicht hingehen. Och nein. Nein, ich werde mit dir nicht reden. Lass mich bitte in Ruhe, du australischer Heini. Ich will nicht mit dir reden. Du redest so komisch und so viel. Danke. Eine Regeltafel. Yay. Jetzt kann ich Regeln in meiner Geheimbasis aufstellen. Oh, verdammt. Ich muss sagen, ich habe mich nie wirklich für die Geheimbasen interessiert. Als da das mit den Supergeheimbasen oder so rauskam, muss ich sagen, war es mir relativ latte. Ich habe mich nie für interessiert. Und deswegen, ich weiß nicht. Ist zwar schön, wenn man das vielleicht alles so ein bisschen selbst einstellen kann und so, kann vielleicht ganz lustig sein. Aber für mich persönlich ist es nichts. Aber ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort, um das Ganze hier zu beenden. Wir beenden jetzt, glaube ich, sogar mal 2-3 Minuten früher, nachdem wir in anderen Parts immer und immer mal wieder überzogen haben. Ich hoffe natürlich, dass euch der Part gefallen hat. Im nächsten Part werden wir die Devon Scope holen und die Arena machen. Also seid auf jeden Fall gespannt am Montag. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, man sieht sich bis zum nächsten Mal. Ciao.